Moin Freunde, was läuft? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends. Heute spielen wir als Kalista Edgar Wee. Wir müssen ganz kurz unsere Seelenverwandte markieren. Stehen geblieben. Hehe, haben wir sie doch erwischt. Unsere Morgana. Ganz kurz Teams. Wir haben also Morgana als Support. Hier mit passendem Skin, damit wir auch perfekt zueinander passen optisch. Wir haben noch eine Vi im Jungle, Diana in der Mitte und Wise auf Top. Bei den Gegnern Hecum auf Top, LeBlanc in der Mitte. Ezreal mit Taric als Gegner auf der Bottomlane und eine Elise im Dschungel. Ja, Kalista. Was kann ich zu Kalista sagen? Ich habe sie jetzt ein paar Mal gespielt. Mwang noch nicht, aber Frau Normals. Und sie macht mir sehr viel Spaß. Bin nicht die beste Kalista, sag ich direkt. Also, wie immer, nichts erwarten. Ich werde wahrscheinlich hart reinfeeden, aber seid ihr gewohnt. Mal schauen. Ansonsten, ja, mal schauen, wie es wird. Wir haben länger nichts aufgenommen, deswegen muss ich wieder reinkommen jetzt. Und, bin ein bisschen erkältet. Also verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal die Nase schniefe. Das ist nur ein Special Effekt. Geplant. Damit das seriöser wirkt, ne? Deswegen, gute YouTuber ziehen oft die Nase hoch. Das ist einfach so. So, schon mal anwesend, das ist schon mal viel wert. Erstmal schön ablachen. Machen wir jetzt einen fetten Invade-Place hier, oder was? Bin mal gespannt. Erst die Wegeskill, aber wenn der passiven man Gegner angreift und dann Morgana den gleichen Gegner nochmal angreift, macht er nämlich mehr Schaden. Und umgekehrt, wenn sie einen Gegner angreift und ich den angreife, macht es auch mehr Schaden. Danach die E auch ziehen, sei der Main-Spell, wenn man die ganzen Speere in den Gegner reinklatscht. Also, dann ist quasi so stackt im Gegner und die kann man dann wieder rausziehen. Je mehr Stacks man hat, desto mehr Schaden macht das. Und wenn es zurückkommt, ist der Kühler noch weg. Und die Kuh ist quasi wie eine Caitlyn-Kuh, wenn man wirft so einen Speer. Der allerdings nicht, dass der Dorsch geht. Sondern nur einen trifft. Seit man tötet diese Einheit, dann fliegt er durch. So, die Passive dürfte bekannt sein. Ist dieses Rumchip, man hier Auto-Hit. Man quasi immer so juken kann. Und gleichzeitig den Auto-Hits nicht canceln kann, wie bei anderen AD-Carries. Deshalb ist das Farmen immer ziemlich schwer mit Kalista. Der ja schon, ich habe schon die ersten beiden Minions verkackt. Klar, alles Übungssache, aber da habe ich eigentlich so viel. Da habe ich so viel zu selten gespielt, um da irgendwas reißen zu können. Ah, schon zwei Minions. Mein Fortschritt. Gucken, wie es hier laufen wird. Ist eigentlich das Kalista ein Lame Bully, der ist ein bisschen ärgerlich. Also ich kann mich nicht zurücklehnen und deine Late Game sowieso alles kaputt machen, sondern muss, um mir gerecht zu werden. Vom Early schon mal machen normalerweise. Der Tarix dann, okay. Dann hat er jetzt keine Fähigkeiten mehr. Ach, ich habe noch keine E. Habe ich die Kuh rein ernsthaft geskillt? Wow. Oh, Bellplay tötiger ist. Ich glaube, wir hätten ihn töten können, wenn ich normalerweise wie immer die E geskillt habe. Ah, oh, sind wir dämlich. Oder sind, bin ich dämlich? Jetzt haben wir jetzt so einen Crew. Können wir den Tarik einmal anhitten. Ah! Wurf. Ah, oh, schade. Den Eskron hat ja locker 3-4 Mal angehittet eben. In dem Fall. Ah, ärgerlich. Normalerweise ziehe ich immer zuerst E hoch. Aber dann im Guide gelesen, dass man zuerst die W machen soll. Für diesen passiven Effekt, den ich ihm erklärt habe. Wow. Und auf Level 2 habe ich halt immer die E hochgezogen. Und dann aus Gewohnheit. Ist irgendwie angewöhnt, wenn ich Level Up werde, auch mit einem Teamfight oder so, das geht sofort hoch. Ist mir irgendwie angewöhnt, weiß nicht. Eigentlich gar nicht mal so günstig. Deswegen habe ich jetzt aufs Gewohnheit eben die Kuh gezogen. So, jetzt haben wir alle Fähigkeiten endlich, wird auch Zeit. Ein Level über den Gegnern, deswegen werde ich mal gerade ein bisschen hier fortschippen. Will ich ein bisschen Schaden machen hier. Ich bin ja fast tot. Oh, ich werde taugend sein, das ist nicht ärgerlich. Schade, da wollte ich ein fettes Play machen. Aber bin ich ja genau in der Kante der Tower Range hängen geblieben. Ah, dumm gelaufen. Guck mal, zweites Downs Blade. Er ist jetzt First Blood, glaube ich, bekommen. Ne, Tarik hat keinen Kill bekommen zumindest, okay. Ah, das Glück gelaufen. Aber ich bin ja ein schlechter Spieler, ich weiß nicht, wie weit der Tower schießen kann. Ich dachte, der würde nicht ganz so weit. Ich dachte, der käme nicht bis hier. Also ich bin ja quasi, ne? In dieser geilen Textur hier vorne und hier gestorben. Ah. Schade. Guter Stand, nur genau. Hätte keine Ahnung mehr für eine W oder so. Armweise liegen wir natürlich auch weit hinten jetzt. Dass wir gestorben sind. Ah, das ist immer ärgerlich. Wenn es selber schuld ist, war doppelt so schlimm. Man stirbt. Weiß ja kein Moment, kein Normal. Von daher, juckt ja keinen. Ist ja nicht so, als würden es irgendwelche sehen oder so. Irgendwelche YouTuber oder so. Oder Abonnenten nennt man die, glaube ich. Diese komischen Wesen. So, erstmal wird weggehen, der war ja ziemlich low life eben.
gucken, was er sich holt, ob er sich Sheen oder Fage zuerst holt. Oder ob er sogar eine Träne holt. Gibt es ja noch so Eswils, dieses Manamuna-Item bauen. Mal schauen, was er macht. Dass wir da wieder ein bisschen Schaden machen. Vielleicht wird das dann rauskommen. Oh, nice. Boah, Alter, macht er wenig Schaden. So viele Sperren drin gehabt. Aber in den Schuss bekommen. Weil Tarik auch ziemlich tanky ist. Jetzt müssen wir jetzt weggehen. Ach, nicht ganz umsonst. Hat sich ein Training geholt, der ist wohl okay. Ich kann den Schaden, den die Sperre machen, kaum einschätzen, weil ich diese Kiste, wie gesagt, 3-4 Mal gespielt habe. Und vor allem meistens an den Arams oder so. Also nicht mal in Normals auf der Botlane. Deswegen ist es immer sehr schwer, weil wann man die Sperre jetzt rauszieht und wann nicht. Muss schon mal so ein bisschen kalkulieren. Aber wie gesagt, in dem Match darf er absolut gar nichts von mir erwarten. So. 4 Minions Vorsprung war jetzt schon mal ganz gut. Dafür war gar kein Mana mehr, ehrlich gesagt. Das ist nicht ganz so gut. Bald kommt mal Botlane, okay. Erst mit Level 5. Das ist ein Evelyn, Quatsch, eine Release bei ihr. Hat mehr Leben, das heißt, war wird erstmal nicht Botgang, aber eventuell kommt der Lies runter. Ward mal schnell hier vorne. Mit Wardner. Tarik wird auch in dem Busch drin sein. Wow, wieder Godlike gelastet gerade. Muss ich auch sagen, dass er gepatcht wurde, dass ihre Auto-Attacks jetzt nur noch 0,9 Schaden machen vom AD und nicht den kompletten Schaden wie dem anderen Champion. Also ich habe wenigstens eine kleine Ausrede, warum ich hier so schlecht farme. Eventuell hätte man auch eben den Esruder Tarik mal töten können. Ich meine, kann ich reden und so geringfügig war der Patch ja gar nicht. Ach scheiße. Vielleicht mal lieber. Ich wollte genau warten, bis ich in Elise Cocoon dodgen kann, aber vergessen, dass Tarik Onhit Stun hat. Wurde dann einfach viel zu früh schon gestunt. Hätte zu viel nachgedacht. Einfach wegflashen oder weglaufen sollen von Anfang an. Oh. Alter! Ich bin aber gerade cool im Ausweichen, muss man sagen. Die erste Qs treffen mich zum Glück nie. Da haben wir so viel gedroht. So, gucken wir mal 30 Sekunden. Der Jens müsste Arsch aufpassen, dass ich nicht sterbe dabei. Bei der ganzen Aktion hier. Ich hab noch einen Heal, mehr wollte ich. Und dann bin ich auf dem Oh Mann, ey, bin ich schlecht. Komm schon. Oh, da kommt Elise mit dem guten Flash-Cocoon. Der Jena vielleicht auch, aber Elise kann mit der E-Verbindung. Boah, Alter, ich kann doch nicht mehr reden, das ist der Wahnsinn. So lange nicht mehr aufgenommen. So, verkaufen wir denn? Normalerweise holt man ja als erstes Blutdurster oder Blade of Wind King. Und Spotrick. So, wie ist mal ein bisschen Schaden? Ah, muss ich mit. Eswil hat den Kill bekommen? Ja, ein Kill, zwei Assists. Und wieder mehr Farbe als ich. Dürfen wir die Toplane? Requiem gegen Wise. 1-0-1 Requiem, also Requiem gewinnt ihr den auch. Wir sind alle negativ, außer Diana, die hat noch 1-1. Okay. Aber es ist noch early im Spiel, von daher kann noch alles passieren. Nicht den Kopf hängen lassen. Ruhe ich erstmal ein bisschen jetzt, wenn es geht. Dann wird schon eng. Kann nicht freezen, schade. Haben mehr Minions als die Gegner. Also wir werden diesen Slowpush machen, damit die Gegner umso mehr dann danach freezen können. Damit Ezreal ein bisschen mehr Farmvorsprung bekommt. Das ist schon mal ganz gut. Den muss er noch. Den noch ran, irgendwo davon ist er wieder. Gut. Ich gehe mal ein bisschen am Sack, wo wir gegen sie ein bisschen fighten können. Wahrscheinlich nicht. Oh. Okay, na.
Hol dir noch einen Erzfeuer, nicht schlecht. Mal lieber ab, ich glaube, Tarik macht nicht so wenig Schaden mit Ult und allem. Totally worse. Ja, stimmt, hat sie gut gemacht. Also, ich habe mehr oder weniger gefällt. Aber hat sie dann gut umgedreht. So, auf, ich verstehe nochmal ein Feature zum Dragon. Wenn ich nicht von der Elise gleich angesprungen werden. Mag Spinnen im Real Life schon nicht, da muss jetzt keine Elise unbedingt ankommen. Mal ein bisschen. Der Tarik hier den Farm nehmen muss, den Tower. Er tankt die Minions, das heißt, wir können hier ein bisschen Schaden machen. So, gehen wir weg. Ja, ich würde sagen, wir gehen weg. Dann kann meiner mehr. Die beiden sind full live und full Mana, da will ich nicht unbedingt kämpfen. Kann auch gerne mal zur Mitte wohnen oder so schnell. Was auch immer sie genau machen will. Schuhe und Telepots. Hat sie einen Sidestone schon? Wahrscheinlich, ja. Ja. Dann können wir uns doch das blaue Trinken eigentlich schäumen. Und auch dafür. 3-9. Also von 1-6 auf 3-9 schon mal ein Fortschritt. Le Bon ist low life. Ein interessanter Bild. Le Bon gestern mal hier zu holen. Well played. Haben wir einen guten Midlaner. Hoffen wir, dass der uns carried. Ich werde dann gucken, dass ich im Teamfall überlebe und vielleicht ein Gegner töte oder so. Ein Stück habe. Ich komme. Ich habe mein Ulti für sie, im Fall. Aber sie hat auch ein Black Shield, also. Tarik Sun kann die gute Morgana auch avoiden. So dass die Eskalé. Mal raus. Getroffen hat. Ich bin rausgewischen. Ach Mann, diese Eskalé, sie treffen mich die ganze Zeit. Das fuckt mich schon übelst ab. Ich versuche immer ausweichen. Ich will noch mit meinen Auto-Hit-Jukes hier, also mit diesen Dash nach jedem Auto-Hit ausweichen, was dauert immer so, wie man den mal abgeworfen hat noch. Wenn auch keine Attack-Speed. Und hier alles noch. Nur so ein Vieh los gleich. Ah ne, wir haben alles gewordet, okay. Ich hab Lust dazu, was zum Vieh los zu schicken. Ja, da sind Tarik-Jukes, das weiß ich. Haben wir also, liegen mal 13 Minutes hinten. Das ist nicht so gut. Oh, fangen den Dragon an. Wo ist Elise? Da ist er auch schon in den Dragon Pit reingejumpt. Müssen wir ein bisschen verzögern, dass wir den Dragon nicht weitermachen können. Oh, der Ender kommt gleich dazu. Dragon ist ungefähr Half-Life. Oh, nice. Nice Engage von Diana. Gucken jetzt mal Tarik, weil der ist am squishiesten. Macht den meisten Schaden mit Abstand. Vom Teleport, ich laufe zu meinem Team da hinten, dann sterbe ich gleich sofort. Oh, er geht nicht auf mich, Tycoon. Ich dachte, er wird zuerst mich nuken wollen. Okay. Das ist besser für mich. Ich versuche besser mal laufen. Weiß tot. Unser Jungle haben also keinen Smite mehr. Place! Als ob! Oh. Ich hab doch noch eine Auto auf ihn geworfen. Wer hat den denn überlebt? Noch die wahrscheinlich. Ich komm, machen! Nein! Hey, wir hatten den eben überlebt. Der hat doch gerade erst noch einen. Vielleicht Tarik hier. Weiß ich nachschauen? Ne, ist immer noch ein Sicher bekommen hab. Dann ein fettes Play machen und dann. Dann sowas. Ach, ja, stimmt. Ich erinnere mich, wenn die Gegner aus der Reichweite von Kalista rauskommen, also aus der Sichtweite meine ich, dann verfehlen die Auto-Hits. Oh, das hab ich irgendwo mal gelesen. Nice. Was ist ärgerlich. Nein, meine Mates carryen da schon, ne? Wie immer. Ich bin ja der defeated. Und meine Mates carryen mich hoch. We ranked. Genauso läuft das. Jetzt müssen wir ein bisschen farmen. Farm bin ich sowieso einer der schlechtesten Spieler, die es gibt. Und da ist es gut, wenn ich schon ein paar Minions, Free Minions quasi bekomme. Das ist, war ganz praktisch. Ich habe gerade eine Kuh. What the fuck? Ihr seht meine Farming Skills. Du hängst mal ab oder was? Oh, heiß, will. Läuft.
Weißt du, wenn du einmal nicht auf dich konzentrierst, boah, das kann ich nicht. Wenn du einmal nicht darauf achtest, dem auszuweichen, dann triffst er dich nicht. Und wenn du die ganze Zeit versuchst zu juken, dann triffst er dich jedes Mal. Das ist der Wahnsinn. So, ich muss den Dragon, die machen ja schon. Das wird aber unserer sein. Dieses Double können wir als Leiten. LOL! Er hat mit Dragon nicht bekommen. Ernsthaft. Boah, gutes Blackshield. Kann die in der Luft smiten oder was, Davies? War doch viel zu weit weg dafür. Oh Mann, ey. Ich glaube, gerade alles schief, was schief laufen kann. Weil ich dabei bin. Naja, ich komme schon mal klein, ist okay. Oh, ich habe schon extra gedacht, wir haben hier mein Waned und Weihard Smite. Dürfte der ja ganz safe sein, der Dragon. Und in dem Moment, hier kommt ein Tarik. In dem Moment smite der Lee's ihn. Oder irgendein Skillshot von den Gegnern hat ihn bekommen. Ich hab's nicht genau gesehen. Ja. Eine Ult raus. Ah, oh, morgen eine Kuh auch raus. Der Skill kommt mit keinem Summoner so nichts davon. Also der muss einfach nur eine E einsetzen und schon hat es geschafft. Aha! Ich hab gejuckt. Yay. Boah, Junge, ich farm so schlecht, das ist echt der Wahnsinn. Bitte pushen wir ganz durch, die kommen jetzt alle Botlane eventuell. Der Tower steht noch zum Glück. Full life. Der kommt vielleicht ein bisschen nerven, weil ins Suicide gehen. Retarded Penguin. Und noch gerade den hier. Ich wollte nur einen Timer rausbekommen, weil sie haben schon schnell getötet, als ich dachte. Schick mal so ein Vieh hin, voll mit der Steifen. Ein W-Ghost-Ding. Ein Soul Sentinel heißt die. Also, alles klar. Ja, hier vorne musst du nicht nachgucken. Auf seinen Tarik gebuscht ist, das weiß ich auch. Sonst wäre schon nämlich schon hier rangegangen. Gut abgefangen. Jetzt will ich gut, hier auch. Also eine E, ein Flash, ich glaube schon. Alle können den killen. Sehr gut, das ist mal das Wichtigste. Ich nehme sie mal mit rein, lieber gerne. Willst du reintoppen, will sie aber nicht gut. War nicht, war schon zu weit weg, der Tarik. Und sie hat wohl Q und Ulti eingesetzt, auf das, wie es aussieht. Aber ich hätte sie sonst immer zu selten ein, die Ulti, oder zu spät. Deswegen dachte ich mir, jo, los, ich setze mal ein. Boah, hat er mich in den Tower reingehauen. Ich wollte erst noch flashen, aber auch nicht. Ich will auch leiser machen, oder? Nee, das ist noch ein Ranchet. Jawohl, komm, töte die Soul Sentinel. Ach, schade. Hat sein Bestes gegeben, aber ich würde nicht mehr reisen. Jetzt geht die Lompe drauf. Der ist schon mal ganz erfreulich. Da wollen wir mal eben geacet, oder was? Sehr gut. Läuft doch echt wie am Schnürchen hier. Weil jeder und Morgana haben die besten Sets im Team. Mein Support hat mehr Kills als ich, weniger Tod als ich und mehr Assists als ich. Fehlt noch, dass er mehr Farm hat. Wo alle Gegner fehlen. Elise ist gerade in der Mitte da, okay. Auch wieder Full Life. Oh, man kann kriegen auch keinen Pick hin oder so. Die ganzen viel zu vorsichtig. Nein, Elise Spiderling güttert. Vielleicht kann ich auf Botline gehen, will ich ja wieder Farm und Erfahrung. Wobei die pusht zu den Gegnern, von daher bringt er nicht so viel. Push mal in die Mitte und geh hier drauf lieber. Er kommt mal zu White Spirit. Ja, White Spirit 1-5-1, also sind wir nicht schlecht im Team. Yay! Das ist doch schon mal viel wert. Ja, niemals aufgeben.
Niemals, Freunde, da werden wir noch. Easy Comeback, machen wir ja noch. Ohne Probleme. Ich sage euch. Er wollte eigentlich aufgeben. Da, Loris. Ah, mein Support, sehr gut. Machen die Bären. Nicht wirklich. Botlane Busch wieder. Ich wieder mal runter. Was mich wundert, ist, dass ich noch im Level mithalten kann mit Aswell. Normalerweise als AD Carry, selbst wenn ich Even gehe oder sogar führe, also wenn ich Matchup gewinnen würde, bin ich immer ein, zwei Level unter dem Gegner. Also irgendwie, das ist eine meiner größten Schwächen. Farmweise und Levelweise hänge ich immer übelst weit hinterher. Und ich spiele am liebsten AD Carry selber, auch im Ranked und so. Aber ich glaube noch nicht. Mit Leveln und Farmen, das ist immer schlimm mit einer der großen Schwachstellen, glaube ich. Gestellt sind. Oh, Schätzchen, gut. Da wollte ich noch hier ganz safe hier hinten rumlaufen. Hab noch extra noch auf dem Hintergrund geklickt, dass ich nicht hier durchlaufe, sondern hier lang. Aber schon tot. Oh, ich hätte einfach weggehen sollen. Oder ich hätte gar nicht ins Farm gehen dürfen. Ich hätte wieder hier die ganze Zeit chillen müssen. Bis die Gegner irgendwann pushen und uns finishen. Aber so machen wir es ihnen noch ein bisschen einfacher. So, Belfour und King fertig. Nächstes Mal ein Item. Erstwill hat auch schon zwei. Ich hatte noch keine Schuhe. Und das nächste Blutduster. Eigentlich brauche ich schon ein defensives Item, weil ich sowieso die ganze Zeit nur drauf gehe. Aber ich bin ja ein AD Carry. Kein AD Tank. Also wenn man es noch. Ein Blutduster. Wir haben mehr Lifesteal. Dann haben wir auch so ein Schild, kann man sich overhealen. Halten wir wenigstens ein, zwei Hits aus, bevor wir drauf gehen. Schon mal einen Fortschritt an. So, jetzt haben wir in Ruhe, während da gefeiert wird. Hashtag Teamplay. Und jetzt gehen wir auch noch mit drauf. Wollte ich noch keinen Kill verwehren. Ah, haben es noch gesaved. Episch mit dem Flash. Fett Play gemacht. Das hat nicht mehr oben. Ah, es geht ja nicht immer nur ums Gewinnen. Es geht ja um Spaß haben, ne? Ich muss ja nicht das Spiel gewinnen, damit das Spiel Spaß macht. Gerade ist echt ein hartes Spiel, gebe ich zu. Für mich. Aber man kann auf jeden Fall was lernen. Wenn da schützt schon mein Nexus da hinten, falls er gleich in der Backdoor. Hat auch schon gut gewardet hier, also hier kann nichts anbrennen, das ist schon mal echt gut. Und zwar der Rücken freigehalten wird. Aber wir machen schon W3 hier, mit der, die jetzt noch kommt. Der wird 14 Hackerim, den machen wir easy platt, würde ich sagen, 101, da kann ja nichts. Schon mal am Sack oder was? Für Tarik. Ah! Weiß macht er noch. Ah, fast hat er noch einen bekommen. Ich muss aber echt Kraft drauf. 916. Der Support steht einfach 510. Ah, ist das krank. Alles klar. Also ich glaube, das Game wird eng. Scheint schon leichter das Spiel zu gewinnen. Ah ja, okay, jetzt ist er wieder zwei Level über mir. Jetzt fühle ich mich wieder komfortabel. Vorher war so komisch mit gleichem Level. Jetzt spiele ich wieder so auf normalem Niveau. Jetzt kann ich wieder hart carrieren. Ach, das ist nur ab, Freunde. Da drehen wir noch um. Wenn alle Gegner fällen und bei uns auf einmal alle Gott gleich spielen, dann können wir vielleicht noch was gewinnen. So, steht weiter in 1-5-2, okay. Das heißt, ich bin ein Red Buff. Normalerweise, wenn ich scheiße spiele. Und der Jungler ist übelst gut, dann lasse ich dem schon mal die Red Buffs, aber der reißt im Moment genauso wenig wie ich. Daher kann ich mir nicht in Ruhe gönnen. Nein! Oh, ich bin so gut. Ich dachte, ich würde locker den töten können. Mit meinen Stacks, aber weil will mir keinen Red Buff geben. Könnten übrigens auch Bergung auf Bergen machen, die Gegner. Den braunen Bergen. Gehen wir hin. Mit weiß sterben geht. Ah, das Sache damit schon. Gute Kuh, weil. Die geben nicht auf. Wir sind doch ehrenhaft.
kämpfen bis zum bitteren Ende. Menschen selten aufnehmen, dann sollte auch lange Folgen haben. Das ist lang, eigentlich so. Ich tippe auf 28 Minuten, Matchlänge. Dann ist es auch zu Ende hier. Jetzt haben wir einen Farben hier. Zehner Split Push. Und ich habe. Das ist auch eine gute Aufteilung. Wie viel Farben die war hier heute? Oh, 2. Elite hat 74. Arix, einer der, ein Teammate, der irgendwo besser ist als der gegnerische. Der entsprechende Rolle. Oh, Topline Dash und als nächstes. Oh, mit Down Buff und 3 Gegnern, die gefehlt sind, dürfen halt relativ easy sein. Lauf mal vor als Eddie Carry, da kann nichts passieren. Er denkt genug dafür. Schaden, den wir noch machen. Ich bin traurig. Engaged. Stirbt leider ganz knapp am Ende noch. Oh, was ist das? Hätten wir fast die der Bank gewonnen, Hill. So, vielleicht schaffen wir es noch bis zur Minute 28, wie ich angekündigt habe. Dann wären wir schon gute Gegner gewesen. Übelst gute Gegner. So. Hab schon eine Minute. Ach, ich glaube, wir sind am Arsch. Die auch fressen hier die Bärung-Minions. Ganz schnapp. So. Aber die tanken gerade durch. Oben kommt die nächste Welle. Hier im League of Tower Defense. Oh. Jetzt auf einmal, wo es um nichts mehr geht, tut man auch jedem Scheiß. Ne? Tut jedem Scheiß, der gerade seht. Haben wir einen Espel Hardload Blade gerade. Komm mal schnell Homeguard, das ist eh zu Ende. Auf geht's! Muss mal wieder. Engage auf alle. Oh, der hat mich echt gut abgefangen. Okay, mal schnell, mit Fall der Fälle. Also am SWL. Oh, ist gestorben. Wir haben einen Kill bekommen, Junge. Wir haben Messis. Hab ich zumindest am Messis. Hast du meinen Kill bekommen? Der Hackerin. Ah, nein. Oh, wie knapp das war. Fuck. Ah, fast hätten wir Hackerin noch getötet. Und dann hätten wir einen Pender gemacht. Und hätten fast noch Comeback geschafft. Ah, oh, schade. Oh, das war übelst knapp am Ende. Oh, wie scheint Tarik? 5-1-10 sind noch geblieben. 10-1-6. Hey, cool, alter Vater, ey. Ja, alles klar. Also ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Auch wenn wir ja gerade hart auf den Sack bekommen haben. Das muss auch schon mal sein. Und ja, wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Video. Tschö.